Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Uncharted. Erstmal, ja, die Folge kommt wahrscheinlich zu spät und dafür will ich mich entschuldigen, aber ich bin absolut nicht zum Aufnahmen gekommen. Zum Aufnehmen gekommen. So, wir haben Sully wieder. Der ist gar nicht so tot, wie er aussah. Try checking the diary again. Ich hab doch gar nicht ins Tagebuch geguckt, du blöde Kuh. Ich will hier gerade reden und du unterbrichst mich. Da kriegst du eine Kugel, ich kann gar nicht abdrücken. Schade. Na gut, gucken wir mal ins Tagebuch, was steht denn da drin? Das ist ja unglaublich. Matthäus, Jonas, Lukas und Mark oder Markus. Aha, Matthäus ist oben. Markus ist im Westen. Lukas ist im Süden. Also die Ziege ist im Süden. Und Jonas ist im Dings da bei uns da, ne? Im Osten. Interessant. Aber was soll das heißen? Keine Ahnung. Wir müssen hier irgendwie so ein komisches Rätsel lösen. Hey, ich bin raus. Ich bin raus. So ein dummer Punkt. Okay, hier ist ein Kompass auf dem Boden. Und hier ist ein Kompass aufgezeichnet. We don't have much time before they realize something's wrong. Schnauze. Ich hab keine Ahnung, was ich überhaupt machen soll. Das hat irgendwas mit den Statuen zu tun, ist schon klar. Halten. Okay. Kann ich die drehen, oder? Ich bin gerade verwirrt. Moment mal. Wahrscheinlich muss ich sie in die Himmelsrichtung blicken lassen. Matthäus muss dann noch Norden. Das heißt, er guckt jetzt. Ja, er guckt richtig. Dann müsste das hier. Der Adler war Jonas oder John im Englischen. Und er müsste nach Osten gucken. So, gucken wir mal kurz. Wo ist Osten? Muss ich einfach nur immer wegdrehen, oder wie? Verstehe ich nicht so ganz. Das kann nicht sein, das kann doch nicht das Rest der Lösung sein. Irgendwas? Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Guck mal, die gucken sich gegenseitig an. Der Matthäus guckt niemanden an. Aber der Jonas guckt zu Matthäus. Der Lukas guckt zum Jonas und der Markus guckt zum Lukas. Ich kann hier auch nicht umblättern oder sowas. Ich bin gerade etwas verwirrt, muss ich zugeben. Na gut. Das hier ist dann Lukas und der müsste zum Jonas gucken. Das tut er ja bereits. Der müsste dann zum Lukas gucken, ne? Was ja gar nicht sein kann. Ich meine, das kann ja gar nicht sein. Das Angucken geht nicht, nee. Können sich nicht gegenseitig angucken. Ich bin verwirrt. Moment mal. Der guckt hier nach links. Heißt es, ich muss den nach links drehen? Also so, dass er hier auch nach links guckt? So? Dann müsste er nämlich einfach nur hier so sein, wenn ich mich recht nicht irre. So. Der müsste dann nach rechts gucken. Ich glaube das auch nicht. Der wirst du wieder nach links gucken. Nee, vollkommener Quatsch. Ich weiß echt nicht, was sie von mir wollen. Keine Ahnung, ey. Matthäus, Markus, Jonas, Lukas. Vier Himmelsrichtungen. Und da steht, wer die sind.
Ist hier vielleicht irgendwas drauf? Ich sehe da nämlich nichts. Es ist so dunkel. Die Sonne scheint gerade voll auf meinen Monitor. Ich sehe überhaupt absolut nichts. Da scheint aber auch nichts drauf gekritzelt zu sein. Nein, das ist einfach nur da. Von hier aus kann ich auch hier hinspringen. Bringt das was? Kann ich vielleicht den gesamten Raum drehen oder sowas in der Art? Nee, wahrscheinlich auch nicht. Ich habe auch gar nicht so viel Zeit zum Aufnehmen heute. Ich kann nur eine Folge aufnehmen, muss ich die schneiden und schon rendern, damit heute überhaupt eine kommt, weil ich bin wieder viel zu spät dran. Das ist echt schrecklich in letzter Zeit. Alles Isos Schuld. Das hat mir allein total meinen Zeitplan durcheinander gehauen. Ach, verdammt, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Die gucken sich doch, die sind doch schon in der richtigen Himmelsrichtung. Oder. Warte mal. Nee, das habe ich auch schon probiert, dass die alle in die Himmelsrichtung gucken, in die sie müssen. Guck mal, da ist gar kein. Da ist gar kein W, da ist ein O. Warum ist da ein O? Wie Omega, oder was? Das ist ein S. Süden oder South. Das ist ein East. Das ist ein North. Aber da ist ein U. Das ist kein Westen. Das ist ein Osten. Das gibt doch gar keinen Sinn. Ich kann ja auch nicht umblättern oder sonst was. Das ist... Ich werde da nicht ganz schlau draus. Die gucken sich gegenseitig an. Das ist es. Das, die gucken sich. Der Jonas guckt zu Matthäus. Also der da guckt zu Matthäus. Und Lukas guckt zu Jonas. Und Markus guckt auch zu Lukas. Probiere ich das mal aus. Habe ich das schon mal probiert? Ich weiß es gar nicht mehr. Müsste der hier hingucken, nehme ich an. Und der hier müsste nach Norden gucken. Ja, keine Ahnung. Ich drehe einfach mal wieder nach Norden. Ich habe keine Ahnung, was die von mir wollen. Die gucken doch schon in alle vier. Die gucken, die sind doch schon in der Position, in der sie sein müssen. Was will der denn von mir? Und der guckt ja auch nicht nach links oder rechts hier auf der Statue. Sondern der guckt ja einfach nur geradeaus. Also. Ich weiß nicht, was der von mir will. Vielleicht bin ich ihn nach Osten drin. Habe ich das auch schon ausprobiert? Ich glaube schon, ne? Weil die gucken alle in diese Himmel, in diese Richtung. Das finde ich irgendwie seltsam. Ach, ich bin so doof. Er hier hat gar nicht auf den Adler geguckt. Das ist ja eine Kuh. Hier ist eine Ziege. Ah ne, so eine Ziege. Muss der hier hingucken? Der. Entweder hier hin? Oder nach Norden? Er guckt jetzt auf ihn. Er guckt auf ihn. Und er guckt nirgendwo hin. Ich bin verwirrt. Wie zur Hölle soll ich das lösen? Was wollen die von mir? Ich meine, ich bin auf dem richtigen Weg, nehme ich an, sonst würde mir das Spiel irgendwann Tipps geben. Warum ist hier ein O? Was wollen die von mir? Wo ist hier die logische Lösung?
Wir haben 4 Statuen. Ein Engel, ein Adler, ein Löwen und eine Ziege. Und hier haben wir 4 Zeichnungen. Ein Engel, ein Adler, eine Ziege und ein Löwen. Und die sind bereits... Ich verstehe nicht, was der Kompass da soll. Kapiere ich nicht. Ich verstehe es absolut nicht. Die sind bereits an den richtigen Positionen. Nee, gar nicht. Moment mal. Jetzt habe ich es verstanden. Die sind gar nicht an den richtigen Positionen. Guck mal, Matthäus ist Norden. Und der guckt bereits nach Norden. John ist der Adler, der nach Osten. Was aber nicht stimmt, ist hier Lukas, die Ziege. Die ist hier nämlich im Süden eingezeichnet und Markus, der Löwe, ist im Westen angezeichnet. Aber der ist hier im Süden und die Ziege ist eben nicht da. Ich glaube, das muss ich machen. Der ist ja jetzt richtig. Der Löwe? Westen, genau. Das heißt, er müsste jetzt noch nach Osten gucken. Ja, du dummer Idiot. Na also. Doch nicht so schwer, man muss nur richtig lesen. Man muss nur richtig lesen. Ach, ich bin... Schade, ich habe mich schon darauf gefreut, 20 Minuten rumzurätseln, dann die Folge zu beenden und zu sagen, ihr müsst sie lösen in den Kommentaren. Sonst gibt es keine weiteren Folgen. Nee, Taschenlampe bitte. Es ist so dunkel, ist sie nicht. Another library? Huh, what now? Es ist so dunkel, ich sehe absolut nichts. Aber habe ich eine Helligkeit. This looks familiar. Was denn? Guck mal, hier ist eine. Hier ist ein Schalter. Wow. Ist ja unglaublich. The inverted torch leads to the land of the dead. Die umgekehrte Flamme weist den Weg zum Land der Toten. Was wäre denn hier? Zölle will der schon wieder von mir. Alter, ich bin so doof dafür, oder? Ich kann es auch nicht mehr benutzen. Elena, kannst du mir mal bitte die Fackel geben? Das wäre sehr super lieb. Weil ich sehe absolut nichts. Die Sonne scheint mir voll auf dem Monitor. Es ist so nervig. Ich habe die Helligkeit nicht umgestellt, aber ich muss es jetzt voll aufdrehen. Das geht nicht anders. Selbst dann sehe ich nichts. Alter, was ist hier los? Aber noch was. Wow, das sieht man ja auch. Wieso macht er nicht die Taschenlampe an? Verstehe ich nicht. Er hat doch eine Taschenlampe dabei. Und jetzt? This looks promising. Here, let me see that. Yeah. Endlich. Okay. You two sit tight. I'm gonna check things out. Whoa, wait, no. You're not going out there alone. Yeah, Roman's men are swarming all over this place. Yeah, and one person will make a lot less noise than 3. Come on, I'll be fine. And you guys will be safe here. They don't even know about this room. Okay. Take this with you. Leave it on channel 13. They don't use that one. And keep us posted. All right, you got it. Close this thing back up. Yeah. Nate? Be careful. Come on. I always am. Ah! I did not see that! Ah! Ich wüsste nicht mal, dass der Raum existiert. Okay, Land of the Dead. Here we go. Das Ding ist, ja... Natürlich wusste ich, dass der Raum existiert, weil... Wie hat denn der seinen komischen Arm schon wieder? Achso, er hat Pistole greifbereit. Das Ding ist ja, natürlich wussten sie nicht, dass der Raum existiert, weil die Tür zu war. Jetzt ist sie aber offen. Also, was haben wir denn hier?
Noch mehr Engel. Das ist geil. Sieht ja vielversprechend aus. Wasser höre ich. Irgendwie habe ich bei sowas immer das Gefühl, alles was darüber ist, müsste zusammenstürzen. Aber es ist durch. So, probieren wir nochmal. Irgendwie durch das Land der Toten zu gelangen. Kommen jetzt bestimmt Zombies oder sowas. Garantiert. Das würde mich nicht wundern. Weil. Er hat sich ja. Die Shadow 3 hat sich ja anfangs sehr stark. Oh, guck mal, da hat das Advanced. Hat sich anfangs sehr stark an Indiana Jones und Tomb Raider orientiert. Okay, keine Zombies. Also nicht wirklich. Ach, ein Goldschädel. Was bist du denn für ein Schrumpfkopf? Da gab es immer irgendwie was Übernatürliches. In den alten Tomb Raider Teilen und. Indiana Jones auch immer. Das ist ja langweilig. So wie ohne die Typen. Oh, nee. Rollt die da runter? Eine ganz blöde Position momentan. Das ist sehr unfair. Das war's schon. Trotzdem unfair. Den habe ich nicht getötet, oder? Doch. Bin sicher. Eine Kugel. Hä? Achso. Die ist auch nur hier, damit der Spieler nicht vom Kampf flüchtet, oder? Kommen die da eigentlich runter? Ich dachte, die wissen nichts von dem Raum. So viel dazu. Toll. Was ist das denn eigentlich für eine Kruste? Ups, Fotomodus. Das war falsch. Ich mach den mal lieber aus, bevor ich dann nochmal drauf drücke. Wer baut denn sowas? Mitten im Dschungel, auf einer komischen Insel. Warte mal. Okay, es ist nicht der einzige Eingang. Ich habe mich schon gewundert. Na, komm. Endlich. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist noch jemand. Viele Schuss, wir sind voll. Er schießt hier. Hinter uns. Ups. Nein, 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 Alter, geht doch richtig in Deckung. Ja, hier super Ausweichskills. Wait, there's something about this. Auch nicht schon wieder. Aber wir sind bei 20 Minuten. Two bells resound in perfect harmony. Das heißt, wir müssen die Glocken gleichzeitig schwingen. Hier ist eine Glocke. Da vorne ist eine Glocke. Und die müssen in perfekter Harmonie schwingen.
Das heißt, ich würde mal sagen, gleichzeitig, nicht wahr? So, jetzt meine Vermutung. Ja, ich würde sagen, gleichzeitig. Ich weiß nicht genau, wie wir das anstellen sollen, aber es ist mir ehrlich gesagt jetzt momentan auch egal. Denn wir sind bei 20 Minuten. Das heißt, es ist mir egal. Aber okay, ich würde mal sagen, das hier hat irgendwas damit zu tun. Dieses komische Hängezeugs aus Töpfen und Schädeln und anderem Müll. Oder nicht? Keine Ahnung, wie wir das anstellen sollen. Ja, wir brauchen diese Folge nicht mehr rausfinden. Wir sind nämlich bei 20 Minuten. Das heißt, ich verabschiede mich. Ich muss die Folge noch schneiden und dann rendern und dann hochladen. Hoffen wir mal, dass sie bis 17 Uhr online kommt. Wenn nicht, dann später. Dann tut's mir leid. Genau. Dann bis zum nächsten Mal bei Uncharted Drake's Schicksal in der Nathan Drake Collection. Genau. Seltsamer Name. Ich mag sowas nicht. Sich langen Namen. Habe ich schon mal gesagt, nicht wahr? Egal. Euch noch einen schönen Nachmittag. Ciao. How did you two come into this? You gonna plunder a few temples, loot the museum? That's just a little historical research. Christ almighty. The client is willing to part with a huge sum of cash if we acquire a certain object. They called it the wish-fulfilling jewel. That's gotta be worth millions. Hundreds of millions. Hang on a minute. Easier said than done. This is fake. It's a forgery. You've been played. Honor among thieves, huh? I'm a good businessman. You're a pirate. We are gonna snatch that treasure right out from under them. They get us all killed. Come on. You in then? What the hell? I mean, what could possibly go wrong?